gestern Abend zur Pressekonferenz nach dem Spiel Krefeld-Pinguine gegen die Schwenninger Wild Wings 3:5. Das Ganze vor 2894 Zuschauern. Die Trainer darf ich begrüßen. Paul Thompson für die Gäste, congrats on the win. Und Brendan Reed für die Krefeld-Pinguine. Mr. Thompson, please give us your summary of tonight's game. Well, I thought we had a really strong first period and you know, we took our chances. And I, you know, it's one of the, one of the better first periods on the road that we'd had, and you know, we were pleased to come in, you know, with a 2-0 scoreline. But in the second period, we were under pressure. We were under a lot of pressure, and we scored that third and fourth goal, and against the run of play, it really was. And but you know, we got out of it, and we entered into the third period with a 2-goal lead, and we played a little bit small in the third period, and a lot of time in our zone. Even though we had some breakaway opportunities, and but Dustin was the reason we won the game today. I think he had over 60 shots, and you know, and he was big for us. And you know, our battle level, I was pleased with that. We've got three regular defensemen, top six defensemen out of our lineup. So we played young Bose today. It was his only second DEL game, and Dana had to go back on the back end as well to make up the six. So, you know, we were a little weak back there, but I thought we tried to support that, and Dustin was the star of the show. So we're just glad to come out with a greasy road win. We know we were under pressure for a lot of the, well, for the second and the third period, but we managed to find a way and to get the 3 points, and you know, and that's what we're pleased about. Also er sagte so, im ersten Drittel war das eigentlich ein prima Auswärtsspiel, was seine Mannschaft gemacht hat, Paul Thompson. Im zweiten Drittel hat sich das ein bisschen geändert, da hat seine Mannschaft sehr stark unter Druck gestanden und dann völlig gegen den Verlauf des Spiels das dritte und vierte Tor für Schwenningen, dann für ihn auch etwas überraschend. Im letzten Drittel dann wieder viel Druck von Krefeld, ja, und wer der Star, der Mann des Spiels heute war, ich glaube, das haben wir alle gesehen, das war Dustin Strahlmeier im Tor, also Sonderlob natürlich für seinen Torhüter, der 66 Schüsse gestoppt hat. Ich sag's noch, da muss 66 Shots on. That's a lot. Also wichtiger Auswärtssieg natürlich, auch weil einige Spieler gefehlt haben, musste er etwas umstellen und ist sehr froh, dass seine Mannschaft einen Weg gefunden hat, dieses Spiel zu gewinnen. Brendan, give us your summary, please. I thought, I mean, it's a frustrating loss, obviously. First period, take a team lightly, and it's going to cost you. I thought we were okay in the first, a little bit too late after that, and then, I mean, story of our season, outshoot teams, outplay teams some, for the most part of the game, and we come up short, and I mean, the guys didn't give up, they pushed to the end. We had unbelievable chances in the second and third period. Once we made a goalie change, Ilya made some key saves for us, which our goalies are supposed to make to keep us in the game. And yeah, I thought Strahlmeier was incredible tonight. You know, a couple of lucky bounces. Yeah, I mean, I'm frustrated. The players are frustrated. It's not an easy time at the moment. But I mean, 66 to 20 shots, best of seven series, you're probably going to come out on top, and that's just how it is. That's the game of hockey. Sometimes it goes your way and sometimes it doesn't, and right now we just got to get through this little bump and we'll be a better and stronger team. And it's like I said from the beginning of the year, it's a learning curve for a lot of guys right now, and mental part is the biggest part of the game. And once we get that, our talent and our skill and our compete is there. So, yeah, like I said last time, there's no panic here. Danke. Also im ersten Drittel
hat Krefeld so ein bisschen den Preis dafür bezahlt, dass sie das Spiel und den Gegner offenbar ein bisschen zu leicht genommen haben. Und dann hat er aber so gesagt, unterm Strich kann man dieses Spiel so ein bisschen zusammenfassen. Das ist so die Story unserer Saison bisher. Wir haben mehr Schüsse, wir haben auch mehr vom Spiel, aber wir treffen einfach nicht und verlieren dann auch oft Spiele. Gerade im letzten Drittel hatte Krefeld Wahnsinnschancen. Der Torwartwechsel hat sich dann nochmal ausgezahlt, hat nochmal was bewegt, hat die Mannschaft dann nochmal ins Spiel zurückgebracht. Die Krefelder, auch hier Sonderlob natürlich für das, den Strahlmeier, der wirklich ein fantastisches Spiel gemacht hat. Ich glaube, das haben wir alle gesehen. 66-20 Schüsse waren es, spricht eigentlich eine sehr klare Sprache, aber so ist das manchmal im Eishockey. Ja, man muss jetzt irgendwie einen Weg finden, aus diesem Tal da rauszukommen. Und er sagt, dass viele Spieler jetzt, glaube ich, gerade wirklich mental was lernen. Der Kopf ist das Wichtigste im Spiel und da lernen viele Spieler jetzt gerade was. Gibt es Fragen aus der Runde heute? Scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann good luck on the next upcoming games. Straubing and Iserlohn, that will be for you. Wir sehen uns am Freitag hier wieder gegen die Düsseldorfer EG und am Sonntag geht es dann in Köln weiter. Danke für den Besuch und noch einen schönen Dienstagabend.